Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Deutschen werden, wenn alles gut geht, auch in diesem Jahr sicherlich wieder mit zu den reisefreudigsten Nationen gehören. Der Trend aus den letzten Jahren ist schier nicht aufzuhalten. Und in einer aktuellen Umfrage haben 28% der befragten Haushalte sogar angegeben, mehr für ihre Urlaubsreise ausgeben zu wollen in diesem Jahr als im letzten Jahr. Das ist ein gutes Signal für unsere gesamte Reisebranche, aber natürlich auch für unsere Reisebüros. Immerhin fast 10.000 an der Zahl, die dafür sorgen, dass wir einen Jahresumsatz von mehr als 23 Milliarden Euro zu verzeichnen haben, allein durch unsere deutschen Reisebüros. Und ich glaube schon, dass es uns bei aller Vollharmonisierung, Pauschalreiserichtlinien, Umsetzung darum gehen muss, den Kern unserer deutschen Reisebüros, der Inhaber geführt ist, mittelständisch geprägt und vor Ort verankert und unabhängig vom Veranstalter, dass wir diesen Markenkern der deutschen Reisebranche auch erhalten können. Ich glaube, dass hier in diesem Haus niemand etwas dagegen hat, und da sehe ich auch einen hohen Konsens, dass wir gerade diese Reisebüros und die Online-Dienste gleichstellen und sie auch einem gleichen Wettbewerb aussetzen und nicht die einen, nämlich die Onliner, den anderen, den stationären, vorziehen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir bei der Umsetzung dieser Richtlinie, auch wenn sie vollharmonisierend ist, nicht, wie es Frau Kassner so schön sagte, das Kind mit dem Bade ausschütten und unsere Branche mit bürokratischen Lasten überziehen. Denn dafür haben wir auch keinerlei Anlass. Die Aschewolke 2010 ist genannt worden. Es gab selten ein Beispiel in der deutschen Reisepolitik, wenn ich das so sagen darf, wo Reisebüros und Veranstalter ihrer Verantwortung in derartig toller Art und Weise gerecht geworden sind, wie in dieser höchst schwierigen Situation. Damals ist schon bewiesen worden, wirtschaftliche Interessen und Verbraucherschutz müssen sich nicht ausschließen, sondern sie können, wenn Verantwortliche gut zusammenspielen, auch Hand in Hand gehen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir unsere Reisebüros, wenn sie reingehen, sie buchen eine USA-Reise, Flug, Hotel, Mietauto, da ist Ihr Reisebüro vor Ort Partner Ihres Vertrauens, stellt Ihnen die besten Angebote zusammen, ist Reisevermittler. Natürlich, was soll dieses Reisebüro auch sonst sein? Wenn wir alles so umsetzen, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, wird das Reisebüro plötzlich Reiseveranstalter und mit der Verantwortung der Durchführung betraut. Das können wir doch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nicht wollen. Und wenn wir uns darin einig sind, dass wir das nicht wollen, müssen wir es parlamentarisch auch verhindern. Und dafür sind wir schließlich auch da. Und es muss einfach möglich sein, weiterhin, weil es auch dem Charakter unserer Reisebranche entspricht, dass man neben dem Pauschalreisenvertrieb einem Kunden Einzelleistungen, touristische Leistungen verschiedener Leistungsträger in einem Buchungsvorgang anbietet, ohne dadurch zum Reiseveranstalter zu werden, und dass man das Ganze dann auch möglichst in einem Bezahlvorgang erledigen kann und nicht pro Leistung immer wieder die Kreditkarte hinlegt und immer wieder einen Reisevertrag unterschreibt, weil das hat mit Verbraucherschutz nichts zu tun. Das ist einfach nur unnötige Bürokratie und Gängelung der Leute vor Ort, die es gut meinen. Und deswegen glaube ich schon, dass es gut war, dass wir uns bereits in dem Stadium des Referentenentwurfs ordentlich eingespreizt haben und viele Veränderungen erreicht haben. Da glaube ich, können wir zufrieden sein. Aber ich habe gerade skizziert, wo wir noch einige Haken sehen. Und da müssen wir uns schon auch vor Augen führen, unter welchen Prämissen diese Richtlinie entstanden ist. Nicht nur unter der Prämisse Wettbewerbsgleichheit zwischen Onlinern und stationären Reisebüros, sondern man hat sich ein bisschen auch von Großbritannien treiben lassen und anderen europäischen Ländern, die halt über sehr große Veranstalter verfügen, keine inhabergeführten, keine eigenständigen Reisebüros haben, sondern nur Reisebüros, die an einem Veranstalter dranhängen, sich viel leichter tun mit allem. Und es kann jetzt nun wirklich nicht sein, dass unsere typische Struktur, wie ich sie gerade beschrieben habe, darunter zu leiden hat. Und deswegen haben wir eine hohe Verantwortung,
neben den Veränderungen, die wir alle sehr begrüßen, ich nenne zum Beispiel auch mal die Aufrechterhaltung des Sicherungsscheins. Das ist auch Verbraucherschutz. Damit verbinden die Verbraucher, die eine Pauschalreise buchen, hohe Sicherheit. Da wissen sie, keine Bezahlung ohne Sicherungsschein. Stichwort Aschewolke. Das garantiert mir auch, dass ich wieder zurückkomme, wenn irgendwas im Verlauf meiner Reise passiert. Das sind alles wichtige Dinge, die mit deutschem Qualitätsreisen verbunden wird. Und dass wir das aufrechterhalten, ist ein gutes Zeichen. Aber lassen Sie uns jetzt bitte auch gemeinsam die Sorgen der Branche, die ich nicht alle Teile, aber zu großem Umfang Teile, wirklich ernst nehmen, sie nicht bloß als Säbelrasseln abtun und sagen, oh Gott, jetzt habe ich die tausendste Mail bekommen, ich bin genervt, sondern lassen Sie uns das ernst nehmen, genau hinschauen, wo wir noch gesetzgeberischen Spielraum haben und lassen Sie uns diesen bitte unbedingt dringend nutzen, soweit es hier in unserer parlamentarischen Macht steht. Und lieber Herr Staatssekretär, wo wir Sie auch argumentativ und mit unserer vollen Kraft auf europäischer Ebene in den Umsetzungsworkshops unterstützen können, tun wir das natürlich ausgesprochen gerne. Bitte greifen Sie auf unsere Man- und Woman-Power zurück. Wir stehen da an Ihrer Seite. Dankeschön.